Über 40.000 Zuschauer sind da. Wir spielen gegen die Tabellenführer St. Pauli. Und wir haben Jumbo auch noch im Interview. Und spielen auch noch im Sondertrikot. Viele Specials heute, Clubfans. Schaut rein. Viel Spaß. Heute ist der Inklusionsspieltag und eine Spielerin vom FCN Inklusionsteam darf jetzt Jan, Chamara und Lea Pauli eine Frage stellen. Viel Spaß. Also an dich. Was machst du neben den Fußballspielen auch andere Sportarten? Zum Beispiel Joggen gehen oder Freizeit, was machst du noch? Also Joggen gehen muss ich immer in der Vorbereitung. Krafttraining bin ich jetzt auch einfach oft neben dem Platz, dann auch im Kraftraum. Und ansonsten versuche ich echt meine Freizeit viel in der Natur zu verbringen, viel mit Freunden zu verbringen und viel anderer Platz für andere Sportarten bleibt dann tatsächlich nicht mehr so. Okay, super. Perfekt. An dich eine Frage. Hattest du schon einmal Kontakt zu Menschen mit Behinderung, zum Beispiel früher in der Schule oder irgendwie privat einmal? Falls du nein sagst, können wir dich gerne einladen zur Inklusion. Bisher nein. Also okay. In der Schule nicht und sonst nur auf jeglichen Veranstaltungen mal vom Verein. Möchtest du mal gerne zu unserem Inklusionstraining kommen? Ja, gerne. Wann ist das denn? Jeden Dienstag in der Halle und auch bald wieder draußen. Ja, gerne. Kriegen wir bestimmt mal hin. Super, perfekt. Gerne. Ja, du schaust nicht so aus wie der Jumbo. Der kommt aber gleich noch. Du bist ja von den Clubfrauen Kapitänin und Torhüterin. Und heute ist ja unser Sondertrikot dran. Erzähl mal ganz kurz, was hat es damit auf sich, was die Verbindung zwischen den Clubfrauen und dem Trikot? Ui. So. Ja, vorsichtig. Also das Trikot wurde quasi gemacht im Sinne des Aufstiegs letzte Saison. Und im Endeffekt ist das schon für uns als Mannschaft einfach ein krasses Ding. Das ist einfach eine extrem große Ehre, die uns da zuteil wird. Und im Endeffekt ist die schönste Emotion, die wir mit dem Club bis jetzt erlebt hatten, in diesem Trikot. Festgehalten. Okay, das Zitat ist ja damals, ist ja von der Laha Felix. Ja. Das hat die in dem Spiel gesagt oder wie kommt denn das da zustande? Genau das Zitat, was da auf dem Trikot draufsteht. Also wir hatten, über uns wurde eine Dokumentation gedreht von der Nürnberger Versicherung, mutig bis zum Schluss. Hier übrigens Filmempfehlung. Uns hat sie in der Doku gesagt. Okay. Das Zitat. Und im Endeffekt sagt das eigentlich alles aus, dass man, solange man das Herz quasi am Platz lässt und alles für dieses Wappen auf der Brust gibt, jeder hinter uns stehen wird. Was tust du jetzt heute? Geh Tabellenführer, geh St. Pauli. Was ist dein Tipp? Ja, Sieg für den Club, was soll ich denn sonst sagen? Ja, wie 2-1? Ja, es wird schwer. Also es wird schwer. Ich glaube, wenn, dann wird es schon eine knappe Geschichte. Also ich glaube, ich sag 2-1 für FCN. Sehr gut. Dann sehen wir uns vielleicht später nochmal. Bis dann. So, Jumbo, jetzt habe ich dich zu Gast. Ja. Du bist ja heute mal nicht auf dem Platz wegen deiner fünften gelben Karte. Tut es sehr weh, dass du jetzt mal gegen St. Pauli nicht spielst als Ex-Hamburger? Oder ist es schon zu lange her, dass du sagst, das ist gar nicht mehr so? Ja, dass ich Ex-Hamburger bin, hat damit wenig zu tun. Klar, man nimmt jedes Spiel gerne mit. Vor allem zu Hause hätte ich gern gespielt, aber so ist es halt, fünf gelbe Karten. Ich glaube, ich habe mich lang gehalten. Aber jetzt setze ich die Strafe ab und dann hoffe ich, dass ich danach kein Spiel mehr verpasse. Sehr gut. Du bist ja jetzt schon seit fast 2 Jahren hier. Ganz plumpe Frage, wie gefällt es dir Nürnberg eigentlich? Ja, gut. Also ich glaube, Stadt passt. Wir haben eine coole Mannschaft. Ich glaube, als Fußballer ist das Wichtigste, dass man sich im Verein, in der Mannschaft wohlfühlt. Und das ist total gegeben. Ich fühle mich sehr, sehr wohl bei uns. Ich komme jeden Tag sehr gerne zum Training und deshalb passt alles. Sehr gut. Du bist ja jetzt manchmal sogar auf dem Platz Kapitän gewesen. Bist du dann anders? Also gibst du mehr Kommandos oder ist das eben der Fehler, dass du eigentlich du selber sein musst, weil es nicht authentisch ist? Nee, also ich bin genau wie die Wochen oder Monate davor auch, weil ich glaube, wenn ich jetzt mit der Binde am Arm plötzlich
mich ganz anders verhalten würde und die ganze Zeit rumschreien würde oder sonstiges, dann wäre das auch für die Jungs komisch, aber für mich auch. Okay. Was ist jetzt mit den 17-Jährigen neben dir, mit Finn Jeltsch? Muss man denen mehr Kommandos geben und sowas? Oder ist es schon so, dass du eigentlich behandelst wie einen anderen Spieler auch? Nee, überraschenderweise muss man ihm wirklich sehr wenig Kommandos geben. Der ist sehr, 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 sehr weit für sein Alter. Ich glaube, man hat es in den Spielen auch gesehen, wie gut er es macht. Und deshalb wirkt schon sehr, sehr routiniert für sein Alter. Okay, also musst du gar nicht so viel da noch beisteuern und sagen? Nee, muss ich gar nicht. Mir fehlt auch oft im Spiel dann die Luft, um wirklich viel zu reden, weil es doch sehr, sehr anstrengend ist häufig. Aber nein, da hab ich wenig Kopfschmerzen, wenn der Finn neben mir spielt. Okay. Heute gegen St. Pauli, der Tabellenführer. Was glaubst du, was wäre das für ein Spiel? Was ist dein Tipp? Ich glaube, dass wir 2-1 gewinnen. Ich glaube, dass wir wie letzte Woche wieder leiden müssen, auch viel gegen den Ball arbeiten müssen, aber dann unsere Konter wie letzte Woche setzen werden und dann das Spiel auch gewinnen können. Was ist dein Tipp? 2-1. 2-1? Wer macht die Tore? Welche Minute? Boah, gute Frage. Also ein Tor ist natürlich reserviert für Usun, ist ganz klar. Ja, klar. Das andere Tor würde ich Sepp Andersson gönnen. Okay. Was ist dein Tipp? Ich sag 2-0, sag ich einfach mal. Usun gerade trifft auch, ja, bei mir. Und ich sag heute trifft Benny Goller. Oh, heute schön. Passiert's. Heute passiert's. Okay, dann sage ich 3-1. So. Usun, Andersson, Goller. Ja, und Goller Konter in der 83. Macht der ist 3-1 Deckel drauf. Ja, nehmen wir okay, so. Gut. Ich schneide jetzt noch die Highlights zusammen von der ersten Halbzeit und ja, da kannst du jetzt die Musik entscheiden, die ich unterlege. Also Flo Flick hat, glaube ich, Blues genommen und Western. Du kannst alles nehmen, was du willst. Und einfach eine Mal hat so eine Musikrichtung. Okay, was nehmen wir da? Also ich muss mich jetzt schon entscheiden. Ja, für die erste Halbzeit, ja. Für die zweite machen wir es dann in der Halbzeit. Da musst du dann nochmal herkommen. Okay, dann... Ich muss dann nochmal kommen. Ja, ja. Nein, jetzt verarscht du mich. Klar. Ich nehme dann... Ja, dann mach Rap. Rap, okay. Und zweite Halbzeit machen wir dann in der Halbzeitpause, wenn du nochmal hier bist. Weil wie man merkt, du bist der Fan von den Schlager-Vlogs, ne? Ja, ich lieb das, ja. Ja, perfekt. Ja. Gut, dann sehen wir uns in der Halbzeit nochmal. Alles klar. Perfekt. I heard man when I chat and chit. I come through like Osgood, these wigs getting split. Man better breeze and sprint. It's long if I choose to bite down on these pricks. X is a lyrical 4-4 and it is. I make sure it's X that you wanna rally with. I'll make a big man turn to the kid. Shout out Skull and I'll flat out wigs. Never seeing X's with your eyes closed. Don't move past girls behind your eyelid. Bars and flows, check out their mix shot. Tell them man can't handle the fixed dot. It's all funny games to the person saying it's all funny games. Get beat up and cocked out the picture. Must be yacked if you think you can wick me. I'll tell my man put down the liquor. I lost them. Genie's out of the bottle when I ain't going back. So now I'm a problem. They can't land, I'm a pro or column. Living kiddie taking lives, I'm taking souls. Can see mine's never been stolen. I take heads off, I leave them rolling. Just like balls are in bowling. I'm a fully charged shed of machine light. Man better be careful of me. I ain't just another MC. I'll spin your clock 360 degrees. Flat line on set. Melody back to see she got a rating. But watch that decrease. Watch your whole team get smashed to pieces. Don't puff out your chest like Reese's. Ja, Chambo, du musst in der Halbzeit los. Das schneiden wir hier raus. Ja, Chambo, dein Halbzeitfazit. Ja, sehr verhaltener Beginn, würde ich sagen. Das Spiel hat dann an Fahrt aufgenommen. Auf jeden Fall. Ich glaube, sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. 0-0 ist absolut okay. Und ich glaube, in der zweiten Halbzeit werden wir noch eine Schippe drauflegen. Ja, die Chance müssen wir halt dann nutzen, ne? So kurz vor der Halbzeit. War ja knapp daneben vom Chambo. Ja, klar. Aber was willst du dir jetzt für die Musik? Du sprichst an, eine gute Chance, aber zweite Halbzeit hauen wir das Ding rein, wie du sagst. Musik, was wünsche ich mir für Musik? Was Klassisches, ja doch. Gut, krieg mal hin. Vielen Dank für den Halbzeitfazit. Gerne. Perfekt. So, jetzt nochmal kurz ein ernstes Halbzeitfazit. Das gerade war nur ein bisschen Spaß. Es war nur vor dem Spiel, weil der Chambo in der Halbzeit keine Zeit hat. Wir liegen 1-0 hinten. Ja, war, glaube ich, wie man sagt, das erwartet schwere Spiel gegen den Tabellenführer. Die machen schon sehr gut. Mal schauen, was in der zweiten Halbzeit noch drin ist. Ist auf jeden Fall oder wird auf jeden Fall ein schweres Ding. Schauen wir mal, was wir uns jetzt noch einfallen lassen für die zweite Halbzeit. Ja, ich hoffe, das wird noch was.
Ja, Clubfans, die haben 2-0 verloren gegen St. Pauli, gegen Tabellenführer. Die waren schon wirklich sehr, sehr stark. Ja, deswegen auf jeden Fall verdient das Sieg für St. Pauli. Ich habe einen Schambo jetzt leider nicht mehr herbekommen. Falls ich ihn jetzt erwischt, dann wird er jetzt reingeschnitten, aber ich glaube, ich erwische den jetzt nicht mehr. Ja, es war sicherlich nicht unser bestes Spiel. Man hat ganz klar gesehen, warum St. Pauli auf Platz 1 steht. Eine richtig gute Mannschaft, die wir heute getroffen sind. Wir haben unser Spiel nicht so aufs Feld bekommen. Haben uns zu wenig gefährliche Chancen herausgearbeitet. Aber ja, unterm Strich steht leider eine Heimniederlage. Aber jetzt haben wir 2 Wochen Zeit. In 2 Wochen wartet das nächste geile Spiel auf uns. Und da wollen wir wieder angreifen. Ja, jetzt geht's ja in die Länderspielpause und danach geht's weiter gegen die Hertha. Da gibt's auch einen Stadion-Vlog. Darauf könnt ihr schon mal freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, Clubfans. Ciao, ciao.